sind gerade in New York und werden das schlechteste versus das teuerste Hotel in ganz New York testen. Mit dabei ist Levi. Ich hoffe, ich werde ins Gute und du ins Schlechte gehen. Schnick, schnack, schnuck. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Natürlich gehe ich ins Teure, hä? Ich habe gewonnen. Und du gehst ins Billige, Bro. Ich habe den beiden Kameramännern meine Kreditkarte gegeben und meinte, ey, such das ranzigste Hotel raus, was ihr finden konntet. Los, geht raus. Du wirst mit der Bahn fahren. Okay, ja. Und ich werde... Na, ich irgendwie abgeholt, ich habe selber noch keine Ahnung. 3, 2, 1, let's go! Okay, Leute, ich bin jetzt echt gespannt, was Duke hinter der Kamera für eine Vorbereitung mir besorgt hat. Es soll ja wohl ganz luxuriös sein, denke ich mal, weil ich bin ja im teuren Hotel. Und ich denke, heute werde ich meine richtige Luxus-Experience, ja, testen dürfen. Ja, Levi macht natürlich das Gegenteil. Noch sehe ich nichts. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es wird echt eine Experience, die man nicht alle Tage in seinem Leben erlebt. In einem wahrscheinlich 5-Sterne-Hotel zu übernachten mit dem geistkranksten Zimmer ever. Wir sind jetzt in der U-Bahn angekommen, Freunde. Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bock. Johannes chillt wahrscheinlich jetzt gerade schon und ist auf dem Weg zum 5-Sterne-Hotel. Und wir dürfen heute wirklich wahrscheinlich in der größten Bruchbude schlafen. Ist es der? Ja? Niemals, Alter. Das ist doch nicht unser Auto. Alter, ist das ein riesiges Auto. What the fuck? Was ist das für eine Panzertür? Okay, Leute, wir stellen uns direkt auch an und werden jetzt so zu unserem Hotel chauffieren. Okay, Leute, ist das crazy? Wir fahren hier so zu dem 5-Sterne-Hotel, ist das krank, Alter. Yeah! Wir haben natürlich auch die UV-Lampe dabei und werden abchecken, wie sauber es wirklich ist. Wünscht mir Glück. Wir gehen jetzt in die U-Bahn. Let's go. Okay, Freunde, wir sind in der U-Bahn. Es sind auch echt sehr wenige Leute jetzt hier in der U-Bahn. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wo wir eigentlich jetzt gerade hinfahren und ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, aber da steht auf jeden Fall, was empfohlen ist, dass man abends als Tourist dann nicht mehr rumlaufen sollte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das echt eine gute Idee ist, was wir da machen. Leute, das war die coolste Uberfahrt mit diesem riesen geilen Auto. Wohl nicht schlecht. Und das ist unser Hotel. Alter Schwede, das sieht ziemlich geil aus. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Zimmer. Wir müssen kurz noch warten, bis wir die Zimmerkarte bekommen. Aber dann gehen wir aufs Zimmer und ich bin sehr heiß. Es riecht komplett ranzig hier. Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind, also irgendwie in der Innenstadt, sahen die U-Bahn auch irgendwie ein bisschen nicer aus. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es hier oben aussieht. Alter Schwede, wo sind wir hier? Also ihr seht, das ist gar nicht der Look von New York, wo wir angefangen haben. Okay Leute, für die nächste Sache sind wir ganz entspannt in die Hotelbar mal gegangen und chillen hier ein bisschen. Ich habe auch mein Laptop hier mitgebracht. Denn wir werden jetzt herausfinden, was wir die nächsten Tage hier noch in New York machen, weil ich bin ja noch ein paar Tage hier, außerhalb von diesem Hotel. Dafür nutzen wir den Browser von Opera, die auch heute freundlicherweise dieses Video unterstützen. Außerdem hat Opera eine KI namens Aria und die können wir jetzt ganz entspannt fragen, was wir hier noch in New York machen können, wo wir essen gehen sollen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt mal. Was kann ich alles in New York machen? Ich besuche das Empire State Building, die Freiheitsstatue, den Times Square, shoppen in der Fifth Avenue. Fragen wir sie doch einmal, was ich essen kann. Auch da schreibt mir Ari jetzt einen perfekten Text. Einfacher geht's gar nicht. Unfassbar viele super gute Restaurants. Die 10 besten Restaurants in New York. Außerdem, Leute, sieht Opera nicht nur super clean und gut aus, aber wir können hier noch einfach super easy das Hintergrundbild einfach mal ändern. Und somit kann jeder seinen Opera-Browser so einrichten, wie er es haben möchte. Ich habe mir das für dieses Bild entschieden. Ich finde das super schön. Und am allerbesten ist, ein Adblocker und eine VPN sind automatisch integriert für maximale Privatsphäre und Sicherheit, wenn ihr surft. Auch krass an Opera ist die Tab-Alien-Funktion, damit ordnen sich alle deine Tabs automatisch zusammen. Ihr müsst nie wieder sortieren und somit habt ihr nie wieder Chaos in eurem Browser, weil alles super clean aufgeräumt ist. Ich würde sagen, gönnt euch jetzt Opera unterm ersten Link in der Videobeschreibung und vielen, vielen Dank an Opera fürs Sponsor dieses heutigen Videos. Wir sind zu zweit in einem fremden Land, in irgendeiner komplett weirden Gegend. Okay Leute, wir haben jetzt gerade eingecheckt und wir haben jetzt hier die Keycard einfach im 40. Stock. Wir schießen gerade in den Wolkenkratzer rein und ich bin sehr, sehr gespannt aufs Zimmer. Alter, ich bin richtig aufgeregt. Bin so froh, dass ich das Billo-Hotel gehabt habe, ey. Das ist so geil. Okay, Leute, hier ist das Zimmer. Wir gehen rein. Oh mein Gott, Freunde, wir gehen hoch. Bin sehr, sehr gespannt. Hier sind einfach die ganze Zeit irgendwelche Türen offen. Das ist mies creepy. Bro, wo sind wir hier gelandet, Alter? Hier ist es. Die Türe, die klebt schon so. Irgendwie sieht die Türe geil aus als die hier. Okay, ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Nie im Leben. Alter, ist doch krasser als in Paris damals. What the fuck? So sieht einfach das Zimmer aus. What the fuck, wie riesig. Das ist das Größte in der Welt. Wir machen erstmal als allererstes machen wir jetzt ein richtig saftigen. Das ist das bequemste Bett, in dem ich jemals lag. Levi wird es wahrscheinlich hoffentlich auch nicht so scheiße sein. Holy shit, Digga. Was ist das denn für ein Minizimmer? Und hier soll ich jetzt heute schlafen, oder was? Das ist alles? Bro, wo ist das Klo? Oh mein Gott, setz dich bitte mal dahin. Wie hart das ist, Bruder. Es ist gefühlt so, wenn ich irgendwie auf einem Brett sitze. Lass uns mal gucken, ob das überhaupt alles sauber ist, Digga. Was ist das? Schamhaare? Bro, warum muss ich immer so eine Scheiße machen?
Ich sag dir ehrlich, das wird wahrscheinlich einer der schlimmsten Nächte in meinem ganzen Leben. Zu zweit in diesem Zimmer, Digga. Ein Riesenbett, komplett für mich alleine. Da kann ich, könnte richtig so schlafen. Ich glaube, das Krasseste kommt nämlich jetzt vom Zimmer. Und zwar, Leute, das Badezimmer ist einfach komplett crazy. Eine Toilette gibt's auf jeden Fall auch. Da ist die Toilette. Yeah, you can make the $5 million deal. Yeah, yeah, it's okay. Thank you very much. Nice. Kann man mal telefonieren. Kann ich, währenddessen ich auf Toilette bin, kann ich mir theoretisch eine Pizza bestellen vom Zimmerservice, weil die haben auch Zimmerservice, den werden wir auch gleich testen. Dann gibt es eine richtig hammergeile Regendusche. Und jetzt kommt das Allerkrasseste, Leute. Diese Badewanne mit dieser View. Das ist wirklich das Krasse, was ich jemals erlebt habe. Ich sag dir ehrlich, das wird echt eine sehr wilde Nacht. Alter, die Bettwäsche ist auch noch nicht mal gewaschen. Wie ihr seht, hier sind irgendwelche Flecken. Boah, es riecht auch echt ein bisschen eklig. Es ist gefühlt schlafen in der Gummizelle. Wir haben hier kein Fenster, keine Lüftung, gar nichts. Die Luft ist hier auch echt sehr schlecht. Ja, die Wände sind ziemlich dünn. Oh, da schlafen ja bestimmt irgendwelche Leute. Ich würde sagen, lass uns mal so einen Matratzencheck machen. Oh mein Gott, Bro! Bro, ich kann sowas gar nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das Licht aus und checken mal ganz kurz mit dem UV-Licht das Ganze ab. Als allererstes checken wir jetzt mal die Sauberkeit des Badezimmers. Ich habe eine UV-Lampe auch mit, genauso wie Levin. What the fuck, wie sauber ist das denn? Das ist ja gar nichts. Also klar, so ein bisschen ist immer was, weil zum Beispiel auf meinem Hoodie seht ihr das. Aber das ist ja nix. What the fuck, es ist wirklich komplett clean. Okay, gut. Da, das ist natürlich, ja. Ne, da ist zu wünschen übrig, dass wir, ja gut. Okay, Leute, ich würde sagen, ich komme erstmal hier in dem Zimmer an, chill erstmal ein bisschen und ich bin echt gespannt, was Levin gerade macht, ob es ihm auch so gut geht wie mir. Oh mein Gott, Digga. Alter Schwede, Digga. Holy shit, die komplette Wand, Digga. Das ist, oh mein Gott, der Lichtschalter, ich glaube, der wurde im Leben noch nie gewaschen. Johannes, was tust du mir da an? Aber Freunde, wie ihr gesehen habt, gibt es hier kein Klo. Und ich muss euch sagen, das ist bei mir eigentlich das größte Problem. Ich bin ein Mensch, alle meine Freunde machen sich darüber lustig. Weil ich muss immer aufs Klo, die ganze Zeit. Bestimmt in der Nacht 3-4 Mal. Und deshalb würde ich sagen, checken wir jetzt mal kurz das Bad ab. Okay, Leute, ich habe jetzt hier so ein iPad gefunden. Da steht immer mein Name drauf. Welcome Johannes Meltzer. Alter, man kann hier so viel auswählen. Jegliche Sachen bestellen einfach. Ein Handtuch, ein Zahnputzkit. Wir testen auch das Restaurant jetzt hier. Ein Steak für 70 Euro. Eigentlich müssen wir das testen, oder? Und noch Penne à la Wodka. Die mache ich auch sehr gerne selber, deswegen kann ich die sehr gut beurteilen, weil ich selber weiß, wie man die sehr gut machen kann. $133 für zwei Sachen. Ob Levin auch Zimmerservice hat, I doubt it. Ist also das Bad. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier auch mal einen UV-Check. Holy shit, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Holy shit, bitte füll mal in die Dusche. Da stehst du nachher mit deinen Füßen. Ich fühle mich richtig unwohl hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Leute, das Essen ist endlich da. Alter, das ist ein mega hammergeiles Steak auf jeden Fall. Und hier die Pasta. Das sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil aus. Ich mache direkt den Geschmackstest und dann sage ich, ob es das die 133 Euro wert war, die es kostet hat. Für fucking 140 Euro, beziehungsweise Dollar, war das einer der schlechtesten Steaks, die ich jemals gegessen habe. Also ich selber würde ein 100-mal besseres Steak selber kochen. Für viel weniger Geld. Und die Pasta war jetzt auch nichts unfassbar Besonderes. Die letzten Tage waren echt sehr, sehr anstrengend. Und ich habe mir echt ein richtig warmes, heißes Bad jetzt verdient. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. Bro, wir müssen uns jetzt hier auch einfach eine Decke teilen die ganze Nacht. Der Fernseher funktioniert nicht mal. Oder ich will einfach nur schlafen und diese Nacht wirklich so schnell wie es geht rumbekommen. Ich darf einfach nicht dran denken, wo wir hier gerade liegen. Ich glaube, das ist da oben der einzige Schacht, wo wir hier frische Luft bekommen. Gute Nacht, Bruder. Ah. Ich habe jetzt hier gebadet. Ich bin echt eigentlich kein Fan vom Baden, aber es war echt eine richtig hammergeile Experience. So, jetzt gehe ich erstmal schön pennen in dieses riesen XXL-Bett. Gute Nacht, Leute. Schlaf gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war einer der schlimmsten Nächte, die ich jemals hatte. Also ich habe wirklich, glaube ich, diese Nacht, das ist das erste Mal, wo ich nicht einmal aufs Klo gegangen bin. Das lag aber auch echt nur daran, weil ich Angst habe, hier irgendwie rauszugehen und es auch echt creepy ist mit diesem Shared Bad. Aber ja, ich sag euch ehrlich, das Bett war komplett hart. Ich würde jetzt wahrscheinlich erstmal duschen gehen, mich umziehen, frische Sachen. Okay, Leute, guten Morgen hier aus diesem Giga-Hotel. Ich habe unfassbar gut geschlafen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so bequem geschlafen. Also ich hoffe, dass Levin auch so eine nice Nacht hatte wie ich. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt nochmal fertig, gehe mal duschen. Und dann müssen wir leider auch schon gleich hier auschecken, in diesem unfassbaren Hotel. Ich will eigentlich gar nicht mehr gehen. Ich will eigentlich für immer hier bleiben. Freunde, wir sind wieder da. Es war duschen. Es war
einer der weirdesten Duschen. Dieser Duschkopf, der hat so in alle Richtungen gespritzt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der war komplett verkalkt. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen hier schnellstmöglich. Das war wirklich eine interessante und spannende Nacht, aber muss nicht nochmal wiederholt werden. Okay, Leute, ich war jetzt auch duschen. Ich muss leider jetzt auf diesem Hotel auschecken. Aber ich muss euch die Aussicht unbedingt am Tag zeigen. Schaut das einmal euch an. Wie man sich aus Filmen, Fernsehen und so weiter vorstellt. Da vorne ist ein Helikopter bis zum Abwinken. Ich hatte wirklich die krasseste Hotelnacht meines Lebens auf jeden Fall. Besser ging es gar nicht. Also ich bin wirklich überwältigt. Alter, endlich raus hier. In dem Gang riecht es auch ganz komisch nach Chlor. War auf jeden Fall echt eine crazy Experience, wo uns der Johannes hingeschickt hat. Der Mann hat wahrscheinlich irgendwie die Nacht seines Lebens gehabt und wir hatten den Horror unseres Lebens. Aber es hat ein Ende. Wir haben es geschafft. Was eine Erfahrung, Alter. Dieses wunderschöne Zimmer muss ich jetzt leider verlassen. Wie gern würde ich jetzt hier noch 100 Jahre leben, Alter. Das wäre so geisteskrank. Wenn ich sowas wieder machen soll in anderen Ländern wie Tokio, Hongkong, whatever, Singapur, irgendwo auf der Welt, sag mir Bescheid. Ich mache es auf jeden Fall nochmal. Shoutouts an alle die Leute, die das immer bis zum Ende schauen. Ihr seid die wahren Helden der Videos. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!